Der neue Lausanne-Trainer Ricardo Fuhrer hat gestern auswärts gegen Rapperswil-Jona einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Heute ist er jetzt das erste Mal in der heimischen Patinoire de Malais in Lausanne an der Bande gestanden, ausgerechnet gegen die ZSC Lions, gegen den Club also, wo Lausanne daheim noch gar nie geschlagen hat. Ricardo Fuhrer zurück an seinem alten Arbeitsplatz. Der Berner hatte die Lausanner schon vor 3 Jahren betreut und hatte damals den Aufstieg in die Nationalliga A geschafft. Fuhrer musste mit ansehen, wie sein Team schon früh unter Druck geriet. Loni Bohonos hatte die erste große Möglichkeit im Powerplay. Viel Glück für Goalie Reto Schürch. Der Puck flog zuerst an seinen Stock und von dort an die Latte. Auch bei 5 gegen 5 hatten die Lions viel Platz in der gegnerischen Zone. Reto Raffiner für Helfenstein, dann zweiter Tor. Die Lausanner Verteidigung hinterließ einen überforderten Eindruck. 1:0 aus Sicht der ZSC Lions nach 15 Minuten. 2 Minuten später saßen 2 Wattländer auf der Strafbank. Streit und nach nur 6 Sekunden hatten die Zürcher davon profitiert. Nach dem Schuss von Mark Streit war es Jan Elsten, der zum 2:0 einschob. Nach 20 Minuten schien der erste Heimsieg unter Ricardo Fuhrer in weite Ferne gerückt. Doch die Lausanner starteten gut in den Mittelabschnitt. Hier ein Powerplay mit Baschkirov. Baschkirov drin! Nur noch 1:2. Der Schuss war nicht sehr wuchtig, aber ZSC-Goalie Ari Sulander hatte keine freie Sicht gehabt. Andrei Baschkirov hatte in seinem 100. Spiel für Lausanne sein 28. Tor geschossen. Lausanne überstand die Unterzahl und machte weiter Druck auf das Tor von Sulander. Wieder Baschkirov. Zehnhäusern, der Ausgleich. Gerd Zehnhäusern zielte seinen Schuss haarscharf an Verteidiger Patrick Maestri vorbei. Ja, und darum war Ari Sulander auch hier die Sicht verdeckt gewesen. 2:2, das Team von Christian Weber hatte seinen Vorsprung wieder eingebüßt. Hier sind wir bereits im Schlussdrittel. Je ein Spieler saß auf der Strafbank. Baschkirov überlässt Landry. Wieder Baschkirov, Tor! Lausanne erstmals in Führung, 3:2 und Riesenjubel bei den meisten der 5.400 Zuschauern. Ein fantastischer Konter der beiden Ausländer vom HC Lausanne. In Zürchen lief nun die Zeit davon. Es liefen die letzten 3 Minuten. Zeiter, Micheli, Schürch, nochmals Zeiter. Der Ausgleich für die Lions, 2:48 vor Ende des dritten Drittels. Michel Zeiter war damit wie Andrei Baschkirov zweifacher Torschütze. Doch die Zürcher wollten noch mehr. Es lief die letzte Minute, als Reto Raffiner losziehen konnte. Doch Reto Schürch rettete Lausanne das Unentschieden. Es blieb beim 3:3 auch nach der Verlängerung. Lausanne bleibt mit seinem neuen Coach Ricardo Fuhrer unbesiegt. Aber das Warten auf den ersten Heimsieg gegen die ZSC Lions, das geht weiter. Das war der Beitrag von Claude Jacqui.